Grüß Gott miteinander. Wenn ich mal wieder am Rechner sitze, dann geht es um was? Um Rohtherapie, nicht um Dark Evil. Nein, lange ist es her, dass ich ein Video drüber gemacht habe. Ja, heute will ich das wieder nachholen und zwar mit einer Mondfotografie. Ich will heute zeigen, dass man auch Mondfotografien auf Dark Evil wunderbar bearbeiten kann. Ja? Okay, steigen wir mal ein. Hier ist der Mond. So kommt er zur Kamera raus. Ja, ich zeige euch mal kurz die EXIF-Daten hier. Ja. Wie ich den Mond aufgenommen habe, mit was für einer Kamera. Das wäre dann hier. Das wäre die Canon EOS 700D. Ja. Dann habe ich eine ISO genommen von 400. Warum? Ja, ich hätte jetzt auch 100 oder 200 nehmen können. Habe mich aber entschieden für 400. Ja, dann kriege ich auch eine höhere Verschlusszeit über, und zwar eine von 250. Das war Tageslichtqualität. Ja, deswegen kann ich das auch mit einer Blende von 13 machen. Ja. Was habe ich sonst noch gemacht? Schauen wir mal kurz nach. Ja, das habe ich mir fast gedacht, dass das noch kommt. Das Objektiv war ein 70-210er voll ausgezogen. Ja, dieses hat eine 4er Blende, also spielt das keine Rolle nach oben. Ja, nur nach unten geht es nicht mehr, nicht weniger als nur 4. Ja. Aber spielt bei der Mondfotografie eher keine Rolle, der ist genügend hell. Deswegen kann ich auch so abblenden mit 13. Ja, warum macht man das? Ganz einfach, um mehr Struktur zu erhalten. Ja. Jetzt bei der Mondfotografie ist es natürlich so, dass bei Rottherapie haben wir nicht die volle Schärfung. Ja, die müssen wir jetzt etwas nachziehen. Und das werden wir jetzt auch tun. Ja, ganz schnell, ganz kurz. Wir werden hier ungefähr in die Mitte gehen. Wir werden auch hier etwas nachholen. So, jetzt haben wir die Schärfe. Entrauschen würden wir jetzt mal hier nicht. Ja, ah, die Kantenschärfung könnten wir noch dazu nehmen. Regeln wir etwas hier zurück, um eine schöne Kante zu bekommen. Dann werden wir hier die parametrische Maske nehmen. Hier werde ich die Lichter nach oben drehen, die Tiefen etwas nach unten. So, jetzt hat er sich dann gefangen. Okay, ja, jetzt ist das natürlich etwas zu wenig, das ist klar. Wir werden auch die Belichtung etwas anziehen. Wir werden den Schwarzwert etwas nach oben ziehen, um das Rauschen vom Hintergrund zu entfernen. Wir wollen auch die, jetzt muss ich mal überlegen, doch, wir können die Belichtung noch etwas nach oben drehen. Zu guter Letzt machen wir dann noch die Kontraste klar. Die Kontraste helfen mir auch noch zur Nachschärfung. Ja? Und so ist es. Ja? Jetzt müsst ihr euch mal achten, wie schön das Schattenverhalten hier ist. Ja? Wir können jetzt sogar noch die Lichter etwas zurückdrehen. Die sind jetzt doch etwas zu heftig. Ja?
Also gehen wir noch hier ein Stückchen. Und jetzt seht ihr auch, warum, dass ich das nicht entrauschen möchte, dieses Bild. Ja, weil wenn ich entrauschen würde, mal kurz was nachgucken. Ja, wenn ich das jetzt entrauschen würde, dann wäre das nicht gut. Ja, dann bekämen wir hier alle Strukturen verwaschen. Genau. Und bei der Mondfotografie spielt das Entrauschen nicht eine große Rolle. Ja. Okay, beschneiden wir das Bild noch kurz. Auch etwas ausrichten, dann hat man es einfacher beim Beschneiden des Bildes. Ja. Dann das Beschneidungswerkzeug mit dem Anfasser anklicken und von links oben nach rechts umziehen und die Zweidrittelregel schon ein wenig beachten. So, da können wir noch etwas gehen. Ich gehe jetzt auch hier etwas zurück. So in etwa, ja. Oben stimmt auch ein wenig. Wir können hier noch etwas nach oben gehen. So, jetzt haben wir ungefähr überall gleich viel. Der Mond war ja gestern nicht mehr ganz voll. Ja. Und man kann ihn trotzdem abfotografieren. So, jetzt gehen wir noch darunter. Und machen wir hier einen neuen Ordner auf. Mit Test 2 in meinem Falle. Ihr könnt ihr dann das anders beschriften, wie ihr das wollt, mit Enter bestätigen und JPEG. Ja, ihr könnt auch mit TIFF, wenn das weiter bearbeiten möchtet, aber das ist in diesem Fall nicht mehr nötig. Ja, also JPEG etwa 74 eingestellt lassen und los geht die Emma. Ja, noch ein Dankeschön für all die, die meine Videos regelmäßig angucken. Ja, bin natürlich froh, wenn dieses angenommen würde. Freue mich auch für einen Daumen nach oben. Ich freue mich genauso für einen Daumen nach unten. Und ich freue mich natürlich um eure Kommentare, wenn ihr mir da was in die Kommentarzeile reinschreibt. Ja, Kritiken oder Fragen oder wie auch immer. So, das wäre es gewesen von meiner Seite her. Ja. Ich wünsche euch viel Erfolg beim Nachbauen, beim Nachmachen, würde ich sagen. Ja. Und bis zum nächsten Mal. Mein Name wäre der Meier Werner. Ja, ich bin Hobbyfotograf und Videograf. Tschüss.